Guten Morgen alle zusammen. Wir sind kurz vor der Abfahrt. Große Überraschung. Oh. Wir fliegen wohin? Nach Griechenland auf Kos. Oh mein Gott, ich bin total schockiert. Das war voller Spontanität von uns beiden. Wir fliegen heute ab Hamburg um 15 Uhr, das heißt in 2 Stunden sozusagen. In 2 Stunden, ja. Wir sind voll aufgeregt. Wir haben schon alles gepackt. Das ist dein Koffer. Wunderschön, das ist mein Koffer. Und dann noch deine Tochter Lucy ist noch kurz vor das Ende zu vorbereiten. Und dann wir steigen gleich an ins Auto und geht's los. Das wird total Abenteuer bei uns, ne? Auch wegen diesen Corona-Zeiten natürlich. Ne? Wir haben natürlich ein bisschen Angst, aber wir schaffen das und wir halten das für die anderen. Und es wird bestimmt auch interessant für euch, das Ganze anzuschauen, wie es ist heutzutage, wenn man mit in der Corona-Zeit fliegt. Wir sind so ein bisschen nervös, man merkt das. Sehr, ja. Ja, ich bin total nervös. Wie lange fliegen wir dahin? 3 Stunden, 20 Minuten. Genau, und das ist das Beste von Hamburg. Wir sind gerade mal entfernt 20 Minuten zum Flughafen von hier aus. Da, wo ich auch wohne, weil ich wohne auf die andere Seite von Hamburg. Westliche Seite. Und dann brauche ich genauso lange. Das heißt, wir sind gleich da. Und dann wir müssen noch Check-in machen und alles andere. Und so ein bisschen so runterkommbar. Wir sind richtig aufgeregt. Und wir wissen, was uns erwartet. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß. Ich will los. Genau, gestern habt ihr gesehen, wir haben beide getanzt. Wir haben das Beste ausprobiert. Nochmal einmal kurz Test machen. Wie sagt man, guten Tag auf Griechisch? Kalimera. Ja, mal gut. Das hast du gut. Dann sag mal Danke schon ab. Danke abgehört. Oh, das ist weg. Kefes Christi, ja? Sefes Christi. Sefes Christi. Nein. Und Sefes Christi, ja. Aber nicht Christi. Christo. Ja. Sefes Christo. Und dann sagen wir hier. Das ist nicht Chinesisch, das ist immer noch Griechisch. Ne? Wir haben uns nicht vertan. Wir werden sehen, ob wir es richtig aussprechen. Wir werden natürlich berichten, wie es das Ganze abgeht, ne? was uns da natürlich erwartet. Und wir freuen uns. Bis gleich. Ist aber schick. Zeig mal deinen Koffer. Gut. Das ist wirklich schön. Gefällt mir. Neon, ne? Die leuchtet wahrscheinlich nachts, oder? Oder nicht? Er sieht so aus. Hübscher Koffer. Was steht da drauf? Juicy. Oh ja, geil. Lass es schön. Wir sind kurz vor der Abfahrt. Weg zum Flughafen. Hä? Was sagst das du? Das ist mein Backpack. Das ist schön. Das ist mein, wie nennt man das denn? Luggage. Das ist mein Luggage. Genau. Was hast du in Zeit? Nein. Was hast du da drin? Das ist mein Privat. Das ist Privat. Aber sie hat gestern uns gesagt, dass sie eventuell die Hälfte davon hat voll. Aber es sieht so aus. Schaut ihr alle zusammen. Sie hat den vollgepackt. Das heißt, eigentlich sie braucht Platz. Und natürlich. Lucy hat ein bisschen Geld genommen, das heißt, sie macht wahrscheinlich Einkäufe da in Griechenland oder in Türkei, weil wir grenzen nein, mit Türkei. Nein, nicht. Doch, du kannst mit Marlena in Türkei einkaufen gehen. Nein, gar nicht? Wir mögen Marlena nicht. Doch, wir mögen das. Marlena ist meine Tochter und die ist da. Marlena ist eine Bitch. Nein, sie macht nur Spaß. Nein. Meine Tochter. Marlena, du bist eine Bitch. Nein, Marlena ist gestern geflogen. Um 14 Uhr, das war Samstag, am 3. Oktober und wir fliegen heute am 4. Oktober um 15 Uhr ab. Let's go. Gut. Sind wir soweit? We are all ready, so we can now leave. Hier sind wir! Lass uns eine Runde hier! Moment! Welche? Welche Zahn? 1, 2 oder 3? Welche hat es? Der letzte. Der letzte war? Ach so, der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hab die Melodie gerade weg. Da-dam, da-dam, da-dam. Flugger. Da-dam. So, let's go. Wir werden hier gerade gefahren, ne?
von deiner Tochter, älteste Tochter. Das heißt, wir haben genug Zeit, voll luxuriös, ne, mit daheim. Es ist Sonntag, es wird nicht viel los sein, wir haben eine kurze Strecke. Genau. Ja. Und heute das Wetter, es ist frisch, kalt, schön. Sieht man das? Ich freue mich. Große Motivation für uns und große Freude, dass wir da sind. Aber die Sonne. Genau. Bis gleich. Ja, ja, das ist aber lieb, diese... Bis bald, meine liebe Schwester. Warte kurz. Ich weiß. So, wir sind am Flughafen, Hamburg Airport. Brust einmal rum, damit man an der Seite ein bisschen atmen kann, siehst du? Weißt du, wenn du das einmal so schlaufst? Das ist gut. Okay. Okay. Ready? Ready. Let's go. Oh, das habe ich noch nie gesehen, so viele Leute bis jetzt, ne? Vergleichst du diese Leer, was gab es natürlich, ne? So, schauen wir, wann müssen wir checken, ja oder wie? Also wir müssen, was glaube, Terminal 1, das ist auch ziemlich sicher. 14.55 Uhr kostet Terminal 1 für A41. Okay. Ist schön gruselig, ne? Was? Alles klar. Dann lass uns da hin. Bisschen Leben hier, ne? Christiane? Ja. Aber natürlich immer noch ein bisschen unheimlich für mich. Ja, hat sich schon einiges verändert, ne? Ja. Wir müssen zum Check-in Number 5, ja? Ja. Gut, das heißt... Hier, da. Okay. Alles Condor. Okay. Okay, machen wir. Okay. Okay. Es ist zwar erschreckend, hier das Ganze zu erleben, aber trotzdem angenehmer. Ne? Ich spüre diese Druck hier, ne? Was man sonst immer erlebt. Ja. Das ist mich. Das ist der Liebe. Thank you, Lucy. Wir müssen euch was wissen teilen. Das Schlimmste passiert. Das haben wir nicht gedacht. Wir haben gut organisiert. Wir haben müssen nach Hause. Ja, es sah so aus. Wir waren bei der Check-in links und dann stellt sie fest, das waren... was? Kannst du ein bisschen noch helfen, was da passiert? Ja, man muss sich ja von meinem Einreis nach Griechenland anmelden und bekommt einen QR-Code. Mhm. Und den QR-Code hat man natürlich auf dem Handy. Und mein Handy lag noch im Auto. Fantastisch. Das heißt, dieser Mann konnte gar nichts tun. Der hat erstmal Lucy angemeldet und mich Tickets zu uns gegeben. Aber Mama bleibt erstmal so stehen. Das heißt, Gott sei Dank, sie hat ihre Tochter noch angerufen. Die war schon ab dem Weg nach Hause und sie ist rangegangen, weil ich dachte, vielleicht, es ist manchmal so, dass sie vielleicht nicht rangeht. Ja, gerade beim Autofahren. Genau, und sie ist rangegangen. Ja, die war wie eine Freisprechanlage. Genau, und dann haben wir natürlich, ja, jetzt. Kommt sie noch mal hier und dein Handy, weil ohne diese Code kommen wir nicht rein an Bord. Aber ich habe das anders gelesen. Ich habe das gelesen, dass man diese Code in Griechenland erstmal zeigt, nicht hier. Ja, ist so ein Espresso. Ist okay. Insofern war es gut, weil ich hätte wahrscheinlich im Flugzeug irgendwann mein Handy besucht. Ja. Und, oh mein Gott, überlegst du dir. Da müsstest du denken, es ist runtergefahren irgendwo, ne? Zwischen die Sitze. Ja, hast du recht. Und alle kommen rein, nur ich nicht. Ja. Okay, wir haben noch... Wir haben, das ist der Zeit, aktuelle Zeit, wir haben noch eineinhalb Stunden bevor der Abflugzeit. Das heißt, wir haben viel, genug Zeit und sie ist gleich da. Und hier. Ja, klar. So, jetzt haben wir uns entschlossen, es ist langsam Zeit, Richtung, wohin? Wo gehen wir jetzt? Zum Gate. Zum Gate, das heißt, unsere Pässe abgeben, nochmal Kontrolle
mitzumachen. So, es wird jetzt kontrolliert. Wir sehen schon die Schlangen. Ja. Muss die Kamera gleich ausmachen. Natürlich, weil das ist die Area, wo es Sicherheitskontrolle gibt. Hallo, wir sind drin. Oh mein, schon wieder Stress. Leute, wir erleben hier Stress. Wir sind auf die letzte Minute hier gelandet. Bis zum Flugzeug. Und jetzt, die verlangen uns wieder diese... Den QR-Code. Diese R-Code, die haben wir schon mal gezeigt. Und er wird Gott sei immer Dank, wieder mit der PDF-Datei und dem Ausweis abgeglichen. Wow. Mein Gott, was für ein Terror. Ja. Oh Gott, aber okay, so jetzt gehen wir zu unserem Flugzeug. Da steht er. Da vorne. Uhu. Okay. So. Wo sitzen wir? Da vorne, wo die Beine frei sind. Also, okay. Die ist doch lang, ne? Wow. Luxus hier, erste Klasse. Oh mein Gott. Willkommen an Bord. Die kann ein bisschen berichten, die kann sagen, was ist passiert. Ein bisschen erzählen, was ist passiert. Es ist so, es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Wir haben die beste Sitze hier bekommen, ne? Perfekte Beinfreiheit. Perfekte Beinfreiheit. So, jetzt gehen wir wieder rein in die Gebäude, keine Ahnung. Da musst du wieder lang. So, wir sind in Griechenland. Oha. So, endlich sind wir endlich mal raus. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hamburg? Yes, Hamburg. Ja, mein Name ist Nico. Mein Name ist Christensen. 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 Ja. Christensen. Wo ist Ihr Hotel bitte? Mit CH. Ja. Labranda, Adva. Labranda. Marine. Weil ich habe nur einen Namen hier. Ist das Malskis Christian? Ja, ja. Okay. Das sind wir zusammen. Ihre Name, drei Personen. Ah, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Weil alles in Ordnung ist. Sie gehen in G7 bitte. Das ist Ihre. Hast du das? Ist der dritte Bus auf der linken Seite. Okay. Labranda, ja. G7 und ja. Morgen um 11 Uhr kann treffen mit meiner Kollegin. Okay, danke. Danke. Danke, schönen Abend, danke. Tschüss. Oh, das war easy, ne? So wie in Ägypten ziemlich gleich, ne? Ja. Okay, ob das so ist. Ja, ich mag die Stimmung. Sehr warm. G7, ja. Labranda. Okay. Go. Nummer 1. Roman, mach dich peinlich. Warte. Mach 1. Warte, jetzt komm.
warte. One, two, 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 two. Und schneller. Schneller. Wir gehen nach hinten oder vorne? Oder noch? Vorne. Vorne, okay. Farbe reserviert. Vorne ist reserviert. Du kannst jetzt ausziehen, da habe ich gesagt. Du brauchst, ja, gar okay. Nichts mehr. Okay. Komplett. Okay. Genau. Wir müssen eine Form ausfüllen. Sie haben gesagt, wir können jetzt essen gehen, weil wahrscheinlich wieder die späte Uhrzeit. Ja, das wird noch was geben. 20 nach 8, ne? Nee, das kriegen wir noch. Na, 20 nach 9 ist es hier. Okay, ja. Das heißt Essen. Mhm. Und dann bekommen wir unser Zimmer, Schlüssel, weil wir haben Hunger. Wir wollen was essen. So, hier. Ich gehe runter. Hinter diese Gebäude. Okay. Sehr wild hier. Schön. Bis jetzt. Tada! Da macht jemand Tür auf. Perfekt. Ja, super. Sieht gut aus. So, was haben wir hier? Fernseher. Das ist eine Klimaanlage, sehe ich gerade. Telefon. Was? Ich habe keine Ahnung, wie man mein Fenster aufmacht. Also, warte. Nicht das hier, ein anderes. Soll ich dir helfen? Das. Ja, das meinte ich doch nicht. Aber was? Balkon. Sag mal, den Balkon. Geil. Oh, ich habe einen eigenen Balkon. Du beißt nicht. Das ist schön hier. Wie gefällt's dir? Warte, bleib mal da. Ja, okay. Warum? Bleib da. Okay. Winke, winke machst du zu Roman? Sag mal. Oh mein Gott. Prinzesschen da am Dings. Ich besorge dir einen Prinzen, der auf dem Pferd heute steht und spielt von dich. Der soll hier hochklettern. Oh ja, der soll klettern, genau. Vor die Liebe, was er macht. Guck mal. Hallo. Kennen wir uns? Ich bagger mit der Kleinen, Junge. Hallo. Apropos, ich bin Solo, ich bin 26. Ich sehe ein bisschen älter aus, aber das ist meine Nachbarn. Sie ist gekommen. Ich dachte, das ist deine Mutter. Du kannst auch sagen. Weißt du? Okay, lass uns sehen. Kleine Runde machen. Weißt du was? Es gefällt mir. Sehr schön. Wi-Fi. Sicher, Madame. Lass uns ihr Zimmer abzicken. Oh, hat sie tolle Zimmer. Guck mal, vor sich alleine. Wo ist Lina? Und sie könnte hier sogar noch ein Schlafbett aufziehen. Was ich so ein bisschen billig finde, dass das keine Teppiche gibt. Dass sie so staus sind, zack, 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 fließen der Stelle und fertig sauber. Aber Teppich ist. Ja, versaut. I need Wi-Fi. Und die Möbel sind so. Wi-Fi! Ja, genau. Wi-Fi. Ich habe meinen eigenen Balkon nochmal, ne? Ja, cool. Na klar, Marke. Gemütlich. Na, mach Küche. Ja. Ja. Ich weiß. Oh. Ja, Küche, gib mal. Schwitzt, das Leute, ist schön da. Ich hab geschwitzt. Komm. Kissen, let's go. So schlimm? Ich glaube, lass uns essen, ich habe Hunger. Ich stinke. Ich auch. Ich will was anderes anziehen. Ja, okay, dann warte, wir haben sogar einen Kühlschrank. Hey, wir haben Kühlschrank, Lucy. Hey. Oh, Wasser ist da. Möchtest du Wasser? Ich weiß nicht, dass die Kinder das Kind haben. Kühlschrank, hab ich auch. Zeig mal den Badezimmer. Das kannst du nicht den Kopf okay, Badezimmer. Ja, normal, nichts. Nichts Großartiges, aber reicht, oder? Das Fenster gleich zum. Nein, die Tür doch noch mehr. Geht, okay, Lucy? Kann man leben. Come on, Fall dir aufs Klo.
Komm mal, komm mal, komm mal. 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 Komm mal, komm mal